Hold up. Herzlich willkommen zurück, Leute, zum American Truck Simulator mit McManus und dem Sachsen. Hi, Leute. Und heute als Aushilfsfahrer The Liquid Duck. Quack, quack. Die Firma brummt, wir mussten einen neuen Fahrer engagieren. Ihr habt euch einen falschen gesucht. Wir haben uns die billigste Kraft gesucht. Ich weiß nicht mal, wie ich rauskomme. Du hast hier geschrieben, Gefahrguttransporte, Langstreckentransporte. Bei mir ist die scheiß Ampel rot. Was soll ich machen? Achso, in der Richtung darf man. War doch ein Stoppschild, du Pfeife. Mann, ey. Und jetzt ist grün. Ja. Der Manus hat's wieder versaut. Einfach nur, weil wir jetzt eine organisierte Bande sind. Ja, organisierte Kriminalität, ja. Fahren zwei von uns nach L.A. und die anderen beiden nach Bakersfield. Und da steht zwar, ich liefere Autoteile, aber das ist Quatsch. Ja, das ist nur nach außen hin. Na gut, sind halt geklaute Autoteile. Ja. Können wir hier dickes Rennen, oder was? Bist du neben mir? Mach du weißt, Motor wir müssen schon beide links, ne? Ich muss noch weiter geradeaus. Achso, okay, na, ich muss hier laden links. Dann hau rein. Da oh, und das zieht er ihn ab an der Ampel. Ich werde doch hier nie. Ja, ist schon eh zu spät. Du hast den Start ja nicht mitbekommen. Hey, was ist mit mir? Du Blatt? Ich werde hier nicht, so nicht rauskommen, da. Ich muss hier weiter drum rum. Ja, ich hab da schon Anhänger dran. Ich hab das da noch nie gemacht. Haben wir noch ein kleines Spiel rückwärts? Da kann ich kurz hier. Ja, ja, hier ist eh No Collision. So, wir spielen natürlich wieder den American Truck Simulator Multiplayer, ist natürlich klar. Und ich habe sogar ein Gesprächsthema. Da kommen wir aber zu, wenn wir auf der Road sind, ja? Ja, ist klar. Wir müssen ja erstmal das Chaos hier beseitigen. Ja, erstmal wieder aus der City raus. Da sagst du, ich muss da gleich links, du auch? Ja. Hier. Wir müssen bei, zu Walmart. Ja, ja, bei Hugo muss ich hier am Parkplatz da die Autoteile holen. Er hat so einen geheimen Hänger. Die Zwinger-Zwinger-Teile. Hat er fertig gemacht, hat er gesagt. Deutsches Auto. So, ich bin auf jeden Fall hier schon mal rausgekommen. Okay, bei mir endet meine Spur aber hier. Wo muss ich denn hier abholen? Ein Navigationsgerät, hast du eine rote Linie, der musst du im Endeffekt folgen. Die endet genau hier. Ja, dann ist da die Firma. Hier, Sachse, fährt mir erstmal schön, Sachse. Bitte! Schön, du Pfeife, Alter. Ist er denn wieder reingefahren? Ja, nee, diesmal von vorne, rückwärts. Liquid, gib Gas, links rum. Na warte, ich muss erstmal hier wieder umlegen, weil ich hab ja hier eine Gedöns gemacht. Nee, du hast doch rot. Also du musst ja echt auch auf die Ampel achten, ja? Ja, 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 ich beint gerade nochmal meinen Blinker. Sachse. Aber ich würde, ja, links rum, genau. Sachse, du bist gleich raus aus dem Business, ne, wenn du das hier nicht langsam hinbekommst. Ja, ehrlich, ey. Ich weiß auch nicht, also die ganz Neuen im Simulator-Geschäft sind immer nix. Ich weiß auch nicht. Ah, hier, der Container sieht auch schon anders aus. Oh, da ackert wieder einer. Was ist das denn? Das ist kein Force Feedback, das ist eine normale Lenkung. Was ist das? Force Feedback ist schon, aber das ist die normale Lenkung. Force Feedback? Force Feedback, ja. So, wie war der Force einmal Feedback, bitte? Okay, ja. Oh Leute, ich bin hier hoffnungslos. Oh ja, das ist gelb, Freunde, das war noch nicht rot. Ich hab nichts Rotes gesehen. Nee, war kirschgrün. Sachse, wie das lädst du den Hänger da auf? Na, rückwärts ranfahren und den. Ja, aber wie denn? Schräg? Das geht alles. Ja, jetzt ziehen wir mal hier keinen Schluss und ja, fahren wir. Ich mal hier einen Schluss. Ich meine, keiner ist länger wie da. Ja, ja, aber nur nach innen. Ich bin in dieser Firma zu arbeiten. Oh Mann. Mann. Scheiße. Was machst du denn? Mensch, er blockiert die Firma! Alles Ende! Jetzt. Wo ist der Mann? Hau in meinen Arsch ab, hier. Ich bin an der roten Ampel. Würdest du jetzt mal wieder hier wegziehen? Ja, ist hier vorne an der Ecke. Ich blinke. Wir müssen ja alle. Du kannst eigentlich bis zur Autobahn fahren, also vorne links rum und dann an der Autobahnauffahrt warten, weil da müssen wir uns eh alle treffen. Der eine mich rausgelassen hat und ich mach so. So extra gewartet. Ich mag das Spiel, ja. Wenn wir jetzt noch eine fähige Firma hätten. Aber warte mal, wer kommt da links rum gerade? Der Sachse natürlich, muss aufpassen. Ja, der rammt hier wieder Gott und die du Welt. Du warst das! Natürlich! Du bist gerade vor mir rausgefahren. Da vorne wir haben Mist. Road, Leute. Ja, ja, soll ich aber hier warten, oder? Wir. If red, then oder noch rechts. Ja, wer ist denn der Weiße hier? Da fahr schon mal rechts auf die Autobahn drauf, da haben wir dann einen Stand. Manus! Okay, gut. Bereit für die Fahrt nach L.A.? Klar. Wir sind an der roten Ampel. Ich weiß. Das war die längere Spur, aber ich werde es trotzdem wegnehmen.
da. Oh ja, da haben wir bisschen, haben wir einmal gesprungen, aber das ist schon okay. Mein Fuß ist schon einmal auf dem Geist. Was macht der? Schummelt! Frühstart hier! Spiel mit der Kupplung! Komm schon! Was jetzt? Wann wird denn die grün, ey? Jupp! Zack, 15 Meilen drauf, mein Freund! Ich fahre gerade ein bisschen auf dem Standsteifen vor und bleib stehen, ne? So, hier vorne müssen wir rechts, hallo, auf die Autobahn. Ich häng mich da hinten dran. Jo, ja, ein fantastisches Spiel, ey. Immer wieder ein scharfe Kurve. Wo sind denn die anderen? Wir auf der Autobahn. Jetzt Richtung Rimm auf der 15. Da steht ihr da noch? Oh, das war der Bordstein. Schön gemacht, Manus. Ich glaube, Alter, Leute, ich muss echt erstmal in das Game reinfinden, ey, das ist ja. Gut, da kommt ihr. Ihr könnt losfahren. Das fühlt sich an wie ein Krampf. So, jetzt sind wir on the road auf der Autobahn. Sagst du, guck mal, der eine fragt nicht, wie man nach einem Konvoi machen kann, sondern einen Konboy. Was ist denn ein Konboy? Ich hab keine Ahnung. Aber Liquid blockiert ja alles, der Cockblocker. Mal auf Sachsen muss auch. Oh, also, der rammt sich voll weg, ja. Alter! Hat er bei mir auch schon gemacht. Wir machen hier ein Rennen bei 5 Meilen. Ein Elefantenrennen. Ja. Der zieht einfach vor mich, macht der das. Manus, nicht das rüberkommen jetzt. Nee, ich bin hier. Du willst dich da hier vorne reinschlingeln. Hast ganz sauber vergessen, Junge. War der eigentlich mit der Zweier-Perspektive oder mit der Einser? Also Ego. Mit der Ego. Eins. Ist viel witziger. Ja. Also eins ist awesome, also die Ego-Perspektive. Warum sind die so schnell? Die haben weil du die Spur PS hier blockst. Ach Mann, ey. So, aber ich hab mal was, wo wir drüber quatschen könnten. Und das können wir ja schön in die Folgen aufteilen. Manus, hast du als Kind mal etwas kaputt gemacht, was du deinen Eltern nicht erzählen wolltest oder wem auch immer, kommt noch an, wo oder was du kaputt gemacht hast, und hast das versucht, so lange wie möglich zu verheimlichen und gab es dafür später Ärger? Also, da fallen mir direkt zwei Sachen ein. aber es ist jetzt nicht in dem Sinne kaputt gemacht und längere Zeit verheimlicht. Das ist doch relativ schnell rausgekommen. Geklaut. Nee, ich war ich war mal von diesen Wattebällchen zum Abschminken. Früher haben die Frauen, heute gab es natürlich diese Tupfdinger da, da haben die Frauen so Watte genommen zum Abschminken. Ne? Meine Mama. Ja. Ja, wunderbar gebrannt. Oh nee. Das ging so pfupp und dann war die weg. Und das war total toll. Und da habe ich mich an die Toilette gestellt, den Klodeckel hochgemacht und habe quasi immer so kleine Wattebällchen angezündet und ins Klo geschmissen. War total begeistert. Das Lustige ist, meine Eltern kamen rein, das ganze Haus hat nach Qualm gestunken. Und die erste Frage, die natürlich war, irgendwas muss brennen oder habe ich irgendwas gemacht? Ne? Hat ja ein bisschen Verdacht. Und ich habe aber vehement alles abgestritten. Vehement. Das Problem ist, es ging dann so weit, dass mein Vater die gesamte Nacht wach geblieben ist, weil er es halt nach Qualm gerochen hat und er halt dann Angst hatte, dass irgendwas passiert oder so. Und am nächsten Tag habe ich das dann gebeichtet. Und die Freude hat sich in Grenzen gehalten. Hast du eine Schelle bekommen? Nee, das nicht. Also das nicht. Aber ich habe noch was gemacht, das ist ganz lustig. Und zwar, wir haben eine Leistungskontrolle geschrieben in der Schule. Ich habe eine schlechte Note bekommen. Ich möchte dazu anmerken, das war sehr selten bei mir. Nein, Spaß. Und hab mich so darüber geärgert. Und zu Hause musste man dann quasi das, was man falsch gemacht hat, ich glaube, das war sogar Mathematik, musste man quasi nochmal machen, diese Aufgaben, und am nächsten Tag vorzeigen. Ne? Bloß halt richtig. Und ich habe die eine Aufgabe immer wieder falsch gemacht. Das hat mich so geärgert, dass ich meinen Tintenkiller genommen habe, habe den in der Mitte durchgeknickt, so aus Wut. Der ist aber nicht kaputt gegangen und habe den volles Rohr an die Wand gehauen. Ja, das ist natürlich ein dicken Tintenfleck. Das Problem ist, er war halt doch an einer Stelle etwas gerissen. Und da war der komplette, das war alles an der Tapete dran. Und das im Wohnzimmer. Und da habe ich so gedacht. Scheiße. Und hast dann was davor gehabt? Das war jetzt nicht gut. Da hab ich schon gedacht, okay, halbe Stunde, kommen die Eltern heim. Erhängst dich oder schießt dich? Ja, und meine Eltern kamen dann tatsächlich nach Hause und ich saß dann schon da
Tränen überströmt. Und hab dann einfach nur auf die Wand gezeigt. Meine Mutter war Gott sei Dank als erstes da. Und ja, ich habe meinen Eltern dann im Endeffekt leid getan, ne? Und es gab jetzt keine große Bestrafung. Es gab natürlich eine Bestrafung und so weiter, aber jetzt nichts Großes oder irgendwie oder kein großes Genöle und von daher ging das. Wie hat sich die Bestrafung ausgewirkt? Also was gibt's da so bei euch oder gab es da so? Also ich habe fast nie Hausarrest gehabt. So was gab es bei mir eigentlich gar nicht. Oh, ich muss ja hier abbiegen. Liquid hat die Ausfahrt. Na ja. Du musst aber gerade ausfahren, dein Navi stellt sich dann irgendwann neu. Ja, das ist kein neuer. Was bei mir halt war, Fernsehverbot oder so Quark, ne? Sowas halt. Aber so Hausarrest, dass ich nicht raus durfte, hatte ich nur ein einziges Mal. Ich wollte einfach nur länger fahren jetzt. Wir bleiben mal bei Manus, dann können wir in der nächsten Folge wen anders mal verhören. Okay, warte, kann ich noch erzählen, mit dem Fernsehverbot war das Lustige, natürlich wollte der Manus ja trotzdem Fernsehen schauen. Ne? Und da hat er sich so gedacht, weil wir hatten zwei Wohnzimmer. Das eine Wohnzimmer war, unterhalb war der Hof quasi, wo die Autos geparkt waren. Und da habe ich ja gesehen, wenn jemand nach Hause gekommen ist oder gehört. Und da habe ich schön Fernsehen geguckt, habe ein Auto gehört, gesehen, mein Vater kommt von der Arbeit, habe direkt den Fernseher ausgemacht, bin in mein Zimmer gegangen. Was macht mein Vater? Kommt nach Hause, das Erste, was er macht, greift hinten an den Fernseher ran, warm. Ja. Kommt so zu mir und fragt mich, hast du Fernsehen geguckt? Nee, darf ich ja nicht. gab es dann direkt noch einen Nachschlag, aber naja. Was ist ein Nachschlag? Na, ein Nachschlag ist halt, also noch dreimal mit der Faust ins Gesicht. Nee, jetzt mal ehrlich, gab's mal einen Schlag auf den Poppes? Also, ja. Habe ich mal gekriegt, ja, weil ich habe aus Versehen habe ich meinen Vater mal voll in die Klöten gehauen. Und dann hast du einen auf. Und da habe ich, glaube ich, aus Reflex habe ich mir da gerade. Nein! Lol, was? Da fliegt einer. Was warst du? Lol! Nice, Alu. Also, ich habe. Aber nicht umgekippt. Nee, ich habe es noch gefangen. Ich war Alter. Schon. Ich hatte schon eine 45 Grad View. Nein! Hab ihn noch gecatcht! Ja. So, ich hab auf jeden Fall jetzt hier gedreht irgendwo. Also ganz ehrlich, so einen Klapser gab's mal, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein fand ich jetzt nicht schlimm oder so. Siehst du das mich mal? LOL! Was denn? Ja. Nee, alles gut. Ja, kann ich rum oder so? Ich hab Eine rote Ampel. Ich hab eine rote Ampel. So, ich konnte hier einmal wenden. Okay. Das freut mich. 300 Meilen mehr. Aber ja, das ist halt so, ja, das waren so Sachen, die vergisst man nicht. Das ist korrekt. Jetzt ist halt so lustig zu erzählen, aber damals war das irgendwie gar nicht lustig. Ja. Sachen kaputt gemacht, ey. Randy. Hast du mal kaputt gemacht und verheimlicht? Ja. Na gut, sagen wir mal so, es gibt viel Kinderkacke. Was nicht? Was nicht, ist so hier die Frage. Nee, was war das Schlimmste, was du mal. In deinem. Kann ja auch sein, dass es an sich gar nicht so schlimm war. Ja, naja, zum Beispiel doch, die. Ich habe ja nur einen Stiefvater. Und mein Stiefvater hat ein eigenes Schlafzimmer, meine Mutter hat ein eigenes Schlafzimmer. Und mein Stiefvater hatte bekanntermaßen diverse Filme ab 18. Bestell der den hier bloß, ey! Das ist mir egal, der schaut die Videos eh nie. So, und ich wusste, wo die sind, weil da war Fernseher, so eine alte Kommode, und in der alten Kommode waren die ganzen Dinger drin. Schöne, in heutiger Sicht betrachtet, wunderbare deutsche Produktion. Und da hatte ich mich mit 12, 13, 14 sehr dafür interessiert, muss man ja lassen. Damals war DSF oh so ein Mädchen, das... Oh, DSF, ey, sexy Sportclips. Ja, genau, die habe ich immer aufgenommen. Ja, das war guter Content, meine Freunde. Die sexy Sport. Ja, okay, weiter zum naja, Sack. Auf jeden Fall, die sind dann immer mal abends weggefahren und alles, oder waren halt bei den Tschechen drüben oder so. Und ich habe mir dann die Zeit natürlich genutzt und habe dann die dementsprechenden VHS und DVDs, wie es damals schon war, ausgewertet. Das Problem ist nur, kontrolliert. Da war eine relativ neue dabei und die habe ich, das waren diese Tschechen-Dinger halt. Und da diese Hüllen, so bescheuert. Ich will die DVD rausnehmen, Kratz.
Riss drin halt, ne? Das war so. Ja, Mahlzeit. Und ja, das war. Ich habe jetzt überlegt, ist das eine Lache oder was ist das? Schnauze ja! Also jetzt. Hey, das ist meine Tochter, du nicht deine Tochter, der LKW hier, ach der so, Hut. Okay. Auf jeden Fall, ich will die scheiß DVD rausnehmen und sie geht kaputt. Im Endeffekt hat es meine Mutter dann geregelt, aber trotzdem. Ja, aber wenn du jetzt nichts gesagt hättest, wäre denn drauf gekommen, dass du das warst, ja, und war es bekannt? Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja, keine Ahnung, in dem Moment, in dem. Wie oft hat er sich den Film nachgeguckt? Achso. Aber das, ja, das hätte mega von Egger gegeben, aber da hat mich die Mutter Gott sei Dank mal gerettet. Das war. Nicht so toll, wäre das rausgekommen. Also da hätte ich definitiv jetzt auf die Fresse gekriegt. Da gäbe ich der Brief und Siegel drauf. Wenn du die Heimatfilmsammlung vom Stiefvater. Oh Gott. Ja, das ist halt historisch. Das Problem war früher, ne? Das, ich kenne das ja, was Randy da schildert. Ja, was war das Problem? Mit dem scheiß VHS musstest du immer wieder zurückspulen. Ja, das hat gedauert und war laut. Das kam auch noch dazu, ja. Aber okay, egal. Ich habe meinen Auftrag abgeliefert, Dado. Ja, ich auch. Leg mir da runter. Fast. Ich bin schon da. Schon. Oh, jetzt noch einparken, wa? Ja, das kann ich jetzt nur noch um Stunden handeln, aber es. Das ist okay. Also du hast in dem Moment, ja okay, da hast du halt einen Heimatfilm kaputt gemacht. Da habe ich einen Heimatfilm kaputt gemacht und ich hab's dann noch Mutti gebeichtet und die hatten dann, wie gesagt, Gott sei Dank. Aber wie hat deine, das würde mich noch interessieren. Wie hat deine Mutter darauf reagiert? Ne, wie hat sie drauf reagiert erstmal? Hey, ich hab so, hier die schönen Filme von Vater aus. Ja, sie wusste es in dem Fall ja und sie meinte halt, naja. Was du immer für eine Scheiße machst, so frei nach dem Motto. Also sie hat es mehr oder weniger gelassen genommen. Okay. Sie war toller. Warte ganz kurz, Manus, wo stehst du? Bist du am Kenworth? Ich bin Los Angeles. Also bei Los Angeles. Ja, aber wo hast du geparkt? Ich sehe dich nämlich nicht. Oh Gott, ich stelle mich gerade an wie der letzte Mensch, ne? Weil du bestimmt an einer Firma bist. Ja, aber wir waren doch bis hier gleich gefahren. Ich sehe dich auf dem Radar halt nicht mehr, deswegen. An welcher Firma stehst du, wenn du jetzt Kenworth bin von ich oben? Jetzt. Bei Kenworth? Hier dieser Truckhändler oder whatever. Wo ist denn der, wenn du LA von oben betrachtest? Oh, warte, ist hier. LA Gott, von oben betrachtet. Falsch. You cannot do that. First you stop your truck, okay. LA, dafür muss ich ranzoomen. Und. Wo sehe ich mich denn? Ich bin am Einparken. Ja, blaue Pfeil. Ich doch gar nicht. Doch so ein blauer Pfeil. Welche Firma? Du. Wie bitte? Welche Firma? Du bist aber schon über Los Angeles. Wir sind doch wir sind doch zusammengefahren. Ja. Ich bin ganz am Anfang von Los Angeles, also Ausfahrt zu Los Angeles, direkt. Warum stellt der zum Ende immer? Wenn du die Autobahn runterfährst, links. Ah, warte, da weiß ich nicht. Ganz am Anfang. Ja. Ich bin gar direkt, nicht reingefahren nach bin LA. Bin direkt um die Ecke. Du musst beim Hänger drücken, musst du immer in entgegengesetzte Richtung denken. Ja, das ist. Das ist mir schon bewusst. So, ja. Liquid, der hat noch einen Hänger. Anhänger eigentlich, ne? Der Hänger war in der Hose. Ja, nee. Eine sehr erfolgreiche Lieferung, die ich abgeliefert habe. Das stimmt. So, jetzt noch ein bisschen zurück und kann man doch hier, zack. Jawoll. Du musst ja nicht einparken, Liquid. Du kannst, theoretisch kannst du das auch einfach abgeben. Nee, der hat halt meiner automatischen Einstellung drin geübtes Einparken. Aber dafür, dass du es geschafft hast, nicht schlecht. Das erste Mal. Ach so, geschafft, ne? Nice. Naja, klar. So Leute, ich baller hier, um Zeit zu sparen, einfach mal mit roten Ampeln, ne, nicht... Ah, da ist da. Was müssen wir jetzt, So, jetzt holen wir einen neuen Auftrag und das machen wir beim nächsten Mal erstmal. Ja, erstmal, genau. Leute, vielen Dank für die Storys. Vielleicht hakt der Sachse nächste Mal nochmal ein, seid also dran, ja, wenn es die Pornos... Vor allem, wenn ihr noch wissen wollt, was Dalu kaputt gemacht hat und Liquid... Müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten und schaut mal bei den anderen vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Haut rein, Leute. Tschüss.